Ich habe bis jetzt über 50 Projekte im öffentlichen Rahmen gemacht. Zum Teil waren das Projekte, die hat gar niemand gesehen. Zum Teil waren das Projekte, die brauchten eine größere Implikation. Ganz wichtig für mich ist die Position. Meine Position ist, als ich anfing, Kunst zu machen, war für mich klar, ich will meine Arbeit in Museen ausstellen, ich will meine Arbeit in die Galerie ausstellen, ich will meine Arbeit in Kunsträumen ausstellen und ich will meine Arbeit auch immer im öffentlichen Raum ausstellen. Ich habe gesagt, ganz wichtig für mich ist das Wort prekär und eben nicht ephemer. Nicht ephemer. Ich mache keine ephemere Kunst, ich mache prekäre Kunst. Weil die Logik des Ephemeren ist der Tod. Die Logik des Prekären eben nicht. Die Logik des Prekären ist das Preziöse, ein Schatz. Das ist ganz wichtig. Für mich das Wort prekär ist kein negatives Wort. Das ist ein Wort mit Zukunft, denke ich. Weil es könnte ja sein, dass möglicherweise die in einer prekären Situation sind, weil sie entweder selbst entschieden oder durch andere in dieser prekären Situation sind, an Qualitäten appellieren müssen, die andere gar nicht mehr entwickeln müssen. Zum Beispiel Mobilität, zum Beispiel etwas erfinden, neue Kommunikationsmittel erfinden, zum Beispiel dynamisch sein, andere Wertvorstellungen aufbauen und so weiter. Es könnte sogar sein, dass die Gefahr da ist, einmal, dass nicht die in der Stadt innen wohnen, sich abschotten müssen gegen die Prekären, sondern es könnte ja sogar sein, und das wäre die, in Anführungszeichen, Gefahr, dass die in der Stadt wohnen, merken, die ausgeschlossen, die vor der Stadt sind, die sogenannten Prekären, das ist vielleicht die Zukunft. In diesem Sinn ist das Wort prekär für mich ein ganz wichtiges Wort und es begleitet mich. Und für mich sind Arbeiten im öffentlichen Raum immer punktiert von Momenten des Prekären, des vielleicht manchmal prekären, gefährlichen, aber auch manchmal wunderbar. Deshalb ist das Wort ein ganz wichtiges Wort für mich.